Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen hier auf Shorty's Astrobase. Endlich habe ich mal wieder eine klare Nacht erwischt, beziehungsweise einen sternklaren Abend. Und heute habe ich mir gedacht, ich fotografiere mal den Flammennebel und den Pferdekopfnebel. Beides sind Emissionsnebel im Sternbild Orion, die etwa 1500 Lichtjahre von uns entfernt sind. Und es sieht eigentlich so aus, als wenn die sich genau neben dem Stern Alnitak befinden. Das ist aber nicht der Fall. Alnitak ist nur ca. die Hälfte davon von uns entfernt, also ca. 800 Lichtjahre. Und ja, ich hoffe mal, dass ich heute den Fokus und alles besser getroffen habe als bei meinem Orionnebel. Und wir werden sehen, was rauskommt. Wir sehen uns dann zur Bearbeitung am PC. So. Ich bin jetzt am PC und habe schon mal Deep Sky Stacker geöffnet. Das wird für heute mein Stacking-Programm sein. Beim letzten Mal, bei meiner ersten Aufnahme vom Orion-Nebel, hatte ich ja Cyril benutzt. Ich habe aber festgestellt, dass bei dem Flammen- und bei dem Pferdekopfnebel die Farbkalibrierung in Cyril nicht funktioniert. Deshalb machen wir das Ganze mit Deep Sky Stacker. Und bearbeiten werde ich das Ganze danach in GIMP. Bevor ich jetzt hier aber anfange, schauen wir uns doch erstmal an, was die Bedingungen bei diesen Aufnahmen so waren. Und zwar hatte ich einen 80-90% beleuchteten Mond direkt neben Orion. Die maximale Belichtungszeit waren 30 Sekunden, weil mein Intervallauslöser nicht mehr hergegeben hat. Orion befand sich über Bäumen und einem Hausdach und Orion war nur ca. 2 Stunden im Sichtfeld. Das sind mit Abstand die schlechtesten Bedingungen, die man für die Deep Sky Fotografie haben kann. Aber gucken wir uns doch mal an, was dabei am Ende rausgekommen ist. Ich fange hier in Deep Sky Stacker ganz links oben an und lade meine Lightframes ins Programm. Ich habe ja meinen Ordner schon mal geöffnet. Wir haben 395 Lightframes, also die direkte Aufnahme von den beiden Nebeln. Die markiere ich jetzt und lade sie ins Programm. So. Dann habe ich als zweites meine Korrekturframes, die Darkframes. Und auch die markieren wir und laden sie ins Programm. Das dauert jetzt mal ganz kurz. So, 172 Dark Frames. Dann habe ich noch Flat Frames gemacht. Da machen wir das gleiche. Das sind nur 50 Stück. Und die BIOS Frames sind auch 50 Stück. Zack. So, damit haben wir alle Aufnahmen und alle Korrekturframes erstmal ins Programm geladen. Durchgeschaut habe ich meine Bilder schon, aussortiert habe ich die auch schon. Das könnte ich jetzt hier noch machen, habe ich aber schon vorne weggemacht. Und zwar habe ich alles aussortiert, was irgendwelche Störfaktoren drin hatte, also vorbeifliegende Satelliten oder ähnliches. Und deshalb kann ich jetzt hier gleich auf alle auswählen gehen. Damit haben wir vor allen Bildern hier vorne den Haken drin und dann kann ich die registrieren. So, er sagt mir jetzt Darks, Flats und Offsets BIOS ausgewählt. Alles gut. Der Balken ist grün, das heißt, das ist soweit in Ordnung. Nach der Registrierung der Bilder fängt er gleich an, diese zu stacken. Ich gucke jetzt mal noch, wie die Sternerkennung aussieht. Bei 17% sagt er mir, erkennt er 111 Sterne. Das ist eigentlich relativ super. Und dann gucke ich mal. Hier lassen wir den Standardmodus. Das hier lassen wir auch alles so. Ausrichtung automatisch. Zwischenbilder als TIFF-Datei speichern. Irgendwo konnte ich auch, glaube ich, noch einstellen, wie viel
Bilder erst decken soll. Also es ist, glaube ich, Standard eingestellt auf 80% der besten Bilder. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo umstellen konnte. Ach hier, oh Gott, ja, wer lesen kann, ne? So, gehen wir mal auf 90%. So. Dann klicke ich nur noch auf OK. Er sagt mir jetzt hier, ISO-Wert passt nicht zum Lightframe. Das hängt damit zusammen, dass ich bei den normalen Aufnahmen einmal bei einer Aufnahmesession vergessen hatte, auf 1600 ISO hochzustellen. Das seht ihr hier, das waren nur 800. Das macht am Ende aber nichts und wir haben eine Gesamtbelichtungszeit von 2 Stunden und 16 Minuten. 273 Bilder. So, ich würde sagen, lassen wir ihn mal registrieren und stacken. Er fängt jetzt an mit den Darkframes, Flatframes und BIOSframes. Ihr seht schon hier, er ist jetzt gerade bei den BIOSframes. Addiert da die 50 Bilder. Das gleiche macht er dann nochmal mit den Flats und mit den Darks. Und dann fängt er auch schon an zu stacken. Also mit den Lightframes macht das natürlich auch. So, das dauert jetzt eine Weile. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, wenn das Programm fertig ist, mit Stacken. Das Ganze werde ich schneiden, denn das kann sich jetzt durchaus mal so, ja, eine halbe Stunde bis eine Stunde hinziehen. So, Deep Sky Stacker ist fertig. Das hier ist jetzt das fertig gesteckte Bild. Man kann schon den Flammennebel hier erkennen und auch ganz leicht den Pferdekopfnebel. Ich werde das Ganze jetzt abspeichern als TIFF-Datei. Nennen wir es mal einfach Flame. Nein, so. Und dann war es das eigentlich auch schon in Deep Sky Stacker. Dann öffnen wir mal GIMP. So. Und hier lade ich jetzt die TIFF-Datei. So, Flame 9 öffnen. Und jetzt sehen wir hier erstmal so gut wie gar nichts. Das ist aber normal, das hatten wir ja in Cyril auch und ich habe das Ganze dann gestretched. Und das muss ich hier jetzt in GIMP schrittweise machen. Und zwar habe ich hier unter Farben und Werte mein Histogramm. Ich stelle das Histogramm hier mal auf RGB und das muss ich jetzt stufenweise stretchen. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich das nicht überstretche, weil ansonsten kann das die Bilddatei, ja, sagen wir mal, richtig versauen. Und ich gehe hier schrittweise vor, ich erhöhe also immer schrittweise einmal die Helligkeit und im nächsten Schritt dann mache ich das Ganze wieder etwas dunkler. So, als nächstes wieder die Helligkeit. Und wieder etwas dunkler und das mache ich jetzt eine ganze Weile, bis ich die Bilddaten hier rausgeholt habe. Ihr seht jetzt hier beim Histogramm rechts oben, dass der Grünkanal ein bisschen daneben liegt.
Auch das kann ich hier ein bisschen korrigieren. Und zwar wähle ich hier den grünen Kanal und gebe den soweit, dass sich das Ganze überdeckt. So, und dann geht es in gewohnter Weise weiter. Wieder, ups, Helligkeit erhöhen und wieder ein bisschen abdunkeln. Ich werde das Ganze hier jetzt in der Aufnahme ein bisschen beschleunigen, denn das kann sich ziemlich in die Länge ziehen. Und dann zeige ich euch, wie es danach weitergeht. Ihr seht, ich habe hier einiges an Bilddaten rausgeholt und ich bin jetzt gerade beim finalen Stretch. Hier hat sich jetzt am linken Bildrand ein ziemlich hässlicher Lichtgradient gebildet. Das kann allerdings dem Mond geschuldet sein und auch hier rechts sehen wir noch Vignetting. Ja, kann vom Nachbarhaus sein, keine Ahnung. Aber ich sag mal, den Bereich, den ich brauche hier, der sieht eigentlich relativ gut aus und deshalb schneide ich das Bild jetzt mal auf diesen Bereich hier zu. Das hier ist ja der Bereich, den wir haben wollen. Machen wir das Ganze mal so hier, würde ich sagen. Auf Auswahl zuschneiden. Und damit haben wir unseren Bildausschnitt mit den beiden Nebeln, den wir haben wollen. Und das hier werde ich jetzt noch ein klein wenig bearbeiten, so dass wir noch ein kleines bisschen Kontrast reinbekommen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit den Kurven. Machen die dunklen Bereiche mal noch ein bisschen dunkler und hellen mal andere ein bisschen auf. So. Dieser helle Bereich hier unten, was so ein bisschen aussieht wie Lichtverschmutzung, das kann durchaus ein bisschen Lichtverschmutzung sein, aber wir haben hier um den Flammennebel auch noch ein paar Staubwolken und auch hier unterhalb vom Pferdekopfnebel sehen wir ein bisschen rötliche Gradienten. Auch das ist Staub und natürlich ein bisschen Bildrauschen. Die Kamera, die ich nutze, die 450D Astro modifiziert von Canon, die hat ein ziemlich starkes Bildrauschen, muss ich dazu sagen. Die Sterne hier oben rechts in der Ecke, die sind nicht rund, sondern die sind so länglich. Das liegt daran, dass es einer der äußeren Bildecken ist und ich keinen Bildfeldebener benutze. Von daher ist das normal, wenn ich dann irgendwann einen Bildfeldebener mit drin habe, dann sind auch in den Ecken die Sterne schön rund. Soll uns jetzt aber erstmal nicht so gravierend stören. Könnte ich hier mal noch ein bisschen mit dem Kontrast vielleicht arbeiten. So, das war fast ein bisschen viel. So würde ich sagen. Mal gucken, ob ich mit der Sättigung noch ein bisschen was rausbekomme. Auch hier vorsichtig machen, dass das nicht zu sehr dann wieder ins Rauschen geht. Aber ich würde sagen,
Es sieht schon ziemlich gut aus. Ich kann mal noch probieren, den Rotkanal vielleicht ein bisschen rauszuholen. Allerdings auch hier ganz, ganz vorsichtig. Und auf keinen Fall zu viel. So. Dunkeln wir hier mal noch ein ganz kleines bisschen nach. Jawohl. Und ich würde sagen, das sieht doch schon ganz gut aus. Für eine erste Aufnahme vom Flammen- und vom Pferdekopfnebel. Kann sich durchaus sehen lassen dafür, dass wir ziemlich schlechte Bedingungen hatten. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich werde das Ganze jetzt noch speichern und nochmal schön für euch einblenden. Und lasst mir doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auch auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auch da gibt es regelmäßig Neuigkeiten zu meiner Astrofotografie. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem fertigen Bild. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Videos rein, die ihr auf dem Kanal findet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.